Hallo und herzlich willkommen zu den Dividendensammlern. Mein Name ist Michael, alias der Bulle, und zusammen mit meinem Kollegen Frank, dem Bären, haben wir diesen Channel ins Leben gerufen. Uns ist einfach aufgefallen, dass die finanzielle Bildung in Deutschland doch sehr zu wünschen übrig lässt. Dementsprechend wollten wir dem Abhilfe verschaffen und haben diesen Channel hier ins Leben gerufen. Er soll euch einfach helfen und ein paar Tipps geben und unsere Erfahrungen widerspiegeln, die wir in den letzten Jahren in dem Rahmen gemacht haben. Wir sind letzten Endes keine Experten in dem Gebiet, aber wir waren doch für unsere Verhältnisse relativ erfolgreich und konnten doch ordentlich Profit aus unserem Vermögen schlagen. Letzten Endes, es ist nie zu spät, mit dieser Sache anzufangen, mit Geld zurücklegen oder auf die Seite zu legen, um damit passives Einkommen zu generieren, indem man investiert. Aber jedoch umso früher, umso besser, denn durch den Zinseszinseffekt habt ihr einfach die Möglichkeit, über mehrere Jahre addiert sich das Ganze jedes Mal auf und es wird sich nicht nur verdoppeln, sondern ist ja hat ein exponentielles Wachstum euer Vermögen, und umso länger das läuft, umso mehr ist dann auch das Wachstum an der Stelle. Dementsprechend am besten fangt direkt an damit. So, an dieser Stelle machen wir jetzt an der Stelle weiter. Wenn ihr soweit schon dabei seid, ein wenig Geld auf die Seite zu legen, was macht ihr nun mit diesem Geld? An dieser Stelle habt ihr natürlich mehrere Möglichkeiten. Ich habe jetzt mal ein paar zusammengestellt, die ich ein Stück weit anhand von dem Risikofaktor eingestuft habe und die dann aufsteigend aufführen werde. So, an erster Stelle empfiehlt sich, je nachdem wie risikoreich ihr natürlich seid, empfiehlt es sich erstmal grundsätzlich eine Rücklage zu bilden, um einfach einen Sicherheitspuffer zu haben. Dieses Sicherheitspuffer könnt ihr einfach auf euer Tagesgeldkonto legen und dort einfach liegen lassen. Da würde ich euch empfehlen, so das 3- bis 6-fache eurer Ausgaben, also eurer monatlichen Ausgaben dort zu lagern, dass für den Fall der Fälle, wenn mal irgendein Worst-Case-Szenario eintreffen sollte, dass ihr einfach die Möglichkeit habt, dort schnell darauf zu reagieren, ohne dass ihr in die Bredouille kommt oder eure anderen lukrativen Investments unterbrechen müsst, was unter Umständen zu Verlusten führen kann. Dieser Punkt ist nicht zwingend notwendig, aber wie gesagt, je nachdem, wie risikofreudig ihr seid, ist das empfohlen, oder ihr könnt diesen Schritt auch überspringen, um direkt in lukrativere Bereiche das Geld zu investieren. An erster Stelle würde ich hier aufführen, was ihr mit dem Geld machen könnt: einmal in eure persönliche Weiterbildung investieren. Investiert, damit ihr euch nicht allgemein weiterbildet, also keine Hochschulreife oder so weiter, sondern bildet euch am besten in einem gewissen Fachbereich weiter. Denn was die Firmen oder auch die unterschiedlichen, oder was halt gefragt ist an der Stelle, sind Facharbeiter. Es gibt genug Studenten, die ganz allgemein BWL studieren. Letzten Endes, die können alles und doch nichts, werden letzten Endes trotzdem genommen, weil der Arbeitsmarkt aktuell das hergibt. Aber an der Stelle, Facharbeiter sind händeringend gesucht. Dementsprechend bildet euch in einem gewissen Fachbereich weiter und dort habt ihr dann einfach die Handhabe, dort mit einem Job oder einer Selbstständigkeit entsprechend mehr Geld zu generieren, als ihr das aktuell vielleicht macht. Das ist
An der Stelle würde ich sagen, das am wenigsten risikobehaftete Investment, das ihr machen könnt. Und ist auf jeden Fall immer zukunftsträchtig, außer natürlich ihr bildet euch in einem Bereich weiter, der sehr, na, nicht spezifisch ist, aber der jetzt vielleicht nicht so lukrativ zu sein scheint. Das müsst ihr euch natürlich vorab einmal genau durchgehen, inwieweit die Kosten dann später den Nutzen aufwiegen. Dann weitere Möglichkeiten, die oft von Finanzmaklern angepriesen werden, ist die Riester-Rente, wovon ich persönlich jetzt mal überhaupt nichts halte. Der Makler möchte nämlich nur eins, euer Bestes, und das ist euer Geld. Der einzige oder die einzigen, die an dieser Stelle profitieren von einer Riester-Rente, sind der Makler und die Versicherung selbst. Ihr selbst profitiert von der Riester-Rente, selbst mit Förderung, am wenigsten, da einfach die Kosten im Vergleich zu dem, was ihr später rausbekommt, zu hoch sind. Wenn jetzt natürlich eine Betriebsrente von der Firma gestellt bekommt, also die Firma zahlt nochmal Geld ein, ist das nochmal eine andere Geschichte, weil dann wird das, wenn die Firma quasi euren Anteil nochmal verdoppelt. Wie gesagt, das ist nochmal eine andere Geschichte. Aber wie gesagt, eine private Riester-Rente, davon würde ich eigentlich grundsätzlich abraten, da wie gesagt die Kosten im Vergleich zu den Einnahmen zu hoch sind. Auch wenn es vermeintlich sehr sicher ist. Als nächsten Punkt wäre an der Stelle, gibt es die Möglichkeit natürlich jederzeit in Edelmetalle zu investieren, also sei es Gold, Silber, Platin und so weiter. Diese Werte haben über Jahre, Jahrhunderte, nein, Jahrtausende stetig ihren Wert gesteigert oder zumindest gehalten. Aber grundsätzlich sind die vor allem in den letzten Jahren wieder enorm angestiegen. Nicht so wie jetzt vielleicht die Aktien, aber dafür, wie gesagt, ist auch das Risiko tendenziell niedriger. Vor allem, wenn ihr das Gold oder die Edelmetalle selber ersteht, also in physischer Form. Da müsst ihr natürlich darauf achten, dies auch sicher zu lagern, was wiederum weitere Kosten verursachen kann, wenn ihr ein Bankschließfach habt oder so weiter oder euch ein Safe anschaffen müsst. Das sind dann halt wieder. Ist wieder darum der Gegenpart. Aber ich werde jetzt nicht im Detail auf die einzelnen Punkte eingehen, sondern ich will euch heute erstmal nur einen Überblick verschaffen. Als nächsten Punkt von der Risikobehaftung her würde ich an der Stelle mal zwei Punkte in einem übernehmen. Und zwar wären das einmal die Fonds, also das sind dann Kann also die können über unterschiedliche Inhalte geführt werden und werden von einem Fondsmanager und einem Team geleitet, die dann entsprechend auch Kosten verursachen. Aber jetzt könnt ihr letzten Endes einen Betrag einzahlen und diese verwalten dann für euch das Geld, um es zum Beispiel in Aktien zu investieren oder in Immobilien oder in sonstige Projekte. Das kann dann, gibt es in allen möglichen Bereichen, Solarpark, Windpark. Da habt ihr wahrscheinlich auch schon Werbungen davon gesehen. Wie gesagt, würde an der Stelle, ja, letzten Endes ist es relativ einfach. Ihr könnt denen Geld geben und die generieren für euch das Einkommen. Auf der anderen Seite gibt es dann noch die ETFs. Das ist der Konterpart, sage ich jetzt mal, zu den Aktienfonds. An der Stelle wird nicht ein Fondsmanager entscheiden, welche Aktien gehandelt werden oder er ins Portfolio übernimmt, sondern das wird von einem zum Beispiel Index übernommen. Also ein Index ist der Aktien oder alle Aktien eines
Landes zum Beispiel. Der DAX als Beispiel in Deutschland oder Nasdaq. So gibt es dann unterschiedliche Börsen und über diese unterschiedlichen Börsen gibt es dann diese ETFs, die dann, wovon ihr dann quasi einen Anteil von diesem kompletten Index kauft. Also euch gehört ein Bruchteil von jeder Aktie, die dann diesem Index angehören. Das Ganze streut das Risiko. Und der Vorteil gegenüber den Fonds ist einfach, dass die Kosten deutlich niedriger sind und in der Regel sind auch 95% der Fonds schlagen nicht diese Index-ETFs. Also die ETFs decken ja immer den Index ab, also den Börsenkurs über die Jahre gesehen. Und im Schnitt liegt der bei in etwa 7-8%, je nachdem, welche Börse man genau betrachtet. Im Gegenzug, die Fonds zum einen schlagen sich an der Stelle schlechter, also nicht, dass die jetzt Verlust oder so machen, die machen nach wie vor Gewinn, aber die machen, wie gesagt, über mehrere Jahre gesehen eben weniger Gewinn und verursachen an der Stelle mehr Kosten. So, wenn einem jetzt diese Sache noch etwas zu langweilig ist und man nicht so pauschal in einen riesigen Index investieren möchte, sondern doch in die einzelnen Produkte, wäre so die nächste Risikostufe, würde ich an der Stelle sagen, die Aktien selber von den einzelnen Unternehmen. So könnt ihr euch von den Unternehmen, die jetzt an der Börse gehandelt werden, sei es jetzt in Deutschland Adidas, Daimler, SAP oder, was man auch erkennt, in den USA viel, Amazon, Apple und Co. An der Stelle, man muss sich dann halt mit diesen Aktien etwas mehr auseinandersetzen, als das bei den ETFs der Fall ist, um sich erstmal eine Grundidee zu bekommen, wie hoch ist der Wert der Aktie, wie hoch sollte er sein, um dementsprechend einschätzen zu können, wann man die ganzen Sachen kauft und wann man sie verkauft. Grundsätzlich, über die ETFs und die Aktien gesehen und die Fonds, empfiehlt sich immer, möglichst lange zu investieren, denn auf lange Sicht macht ihr, wie gesagt, grundsätzlich an den Börsen eigentlich immer Gewinn, außer ihr investiert sehr unglücklich, aber grundsätzlich, gerade bei den ETFs, hat über 15 Jahre Zeitraum gesehen, von den großen Börsen je einen Verlust gemacht. Sondern, wie gesagt, im Schnitt 8% Gewinn. Dabei sind Jahre, bei denen ihr vielleicht 10% Minus macht, dafür ein anderes Jahr wieder mit 20% Plus. So. Dann, so die nächste Risikostufe würde ich an der Stelle dann die Derivate einordnen. Derivate ist jetzt ein sehr großer Überbegriff. Darunter verstecken sich dann Optionen, Futures, solche Geschichten. Das kann an der Stelle, je nachdem inwiefern man das ausnutzt, kann man das als Wette auslegen. Oder aber es kann auch als Versicherung genutzt werden. Je nachdem, welche Möglichkeiten man an der Stelle nutzt. Die Derivate macht einfach aus, dass die grundsätzlich keinen eigenen Wert haben, im Gegensatz zu den vorherigen Werten, sondern die beziehen ihre Werte immer aus Drittwerten, sage ich jetzt mal. Die können sich beziehen auf die Preise von Aktien, von Rohstoffen, von Anleihen. Genau, und beziehen da quasi ihren Wert raus. Können dann noch mehrfach gehebelt werden und so weiter. Ansonsten, bei den Derivaten kann man letzten Endes zwischen den bedingten und den unbedingten Derivaten unterscheiden. Das ist nämlich einmal, also die Pflicht, das sind die bedingten, und einmal die
Kann-Variante. Also grundsätzlich hat man nämlich jeweils verkauft man oder kauft man die Möglichkeit, Aktien, Rohstoffe und so weiter zu einem bestimmten Preis zu erstehen oder zu verkaufen. Und so kann man das entsprechend das Ganze, den Gewinn generieren, weil letzten Endes kann man das, wie gesagt, einmal als Wette nutzen, indem man hier vermutet, der Preis wird steigen und man wettet letzten Endes darauf, dass er steigt. Man kann es aber auch als Absicherung nutzen, wenn letzten Endes der Preis eines Rohstoffs, einer Aktie und so weiter sinkt, um sich nach unten abzusichern. Wie gesagt, ich werde heute nicht weiter ins Detail gehen bei den unterschiedlichen Punkten. Ich wollte euch nur einen groben Überblick erstmal geben, welche unterschiedlichen Investitionsmöglichkeiten ihr habt, damit ihr entsprechend für euch entscheiden könnt, was für euch am besten geeignet ist. Gerade für die letzten paar, also die Derivate im Speziellen, das würde ich grundsätzlich erstmal nur für erfahrene Investoren empfehlen oder zumindest wenn ihr euch mal ein Stück weit in die Geschichte eingelesen habt. In dem Thema könnt ihr auch erstmal klein anfangen und euch dann nach und nach steigern. Das soll es für heute erstmal gewesen sein. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst bitte einen Daumen hoch da und wenn es keine Umstände macht, denn Kosten verursacht es schon mal keine, dann abonniert bitte den Channel. Wir werden in Zukunft noch weitere Videos online stellen, in denen wir auch in die unterschiedlichen Investitionsmöglichkeiten nochmal im Detail eingehen und dann nochmal besonders die Vor- und Nachteile herausstellen. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, euer Michael der Bulle.